Wir haben hier einige kurze Videos zusammengestellt, die dem Neuling in Sachen Hundeschlittenfahren auf die Beine helfen sollen. Wir zeigen hier, wie wir Schlitten fahren, wie wir mit den Hunden umgehen. Und das ist natürlich unter den Bedingungen, die wir hier im Gebirge vorfinden. Andere Hundeschlittenfahrer, die vielleicht im Wald unterwegs sind, haben andere Bedingungen logischerweise und gehen mit den Hunden und mit den Schlitten eventuell auch anders um. Es geht also nicht um richtig oder falsch. In den kurzen Videos zeigen wir, wie unsere Schlitten aufgebaut sind, wie wir die Hunde anscheren und wie man Schlitten fährt. Viel Spaß! Hier seht ihr einen unserer handgefertigten Tourenschlitten, bestehend aus der verschnürten Holzkonstruktion, der Bremse sowie diverse Seilen. Für Mehrtagestouren befindet sich ein Transportsack auf dem Schlitten, der Platz für Hunde sowie Menschenfutter und Ausrüstung bietet. Um möglichst sicher stehen zu können, befinden sich Gummierungen auf den Kufen und ein Holm zum Festhalten. Ein weiterer Teil und eigentlich der wichtigste Teil des Schlittens ist die Bremse. Sie ermöglicht uns, das Hauptseil gespannt zu halten und wenn nötig das Gespann bis zum Stillstand abzubremsen. Die Hunde werden entlang des Hauptseils angeleint, das vorne am Schlitten befestigt ist. Das Hauptseil besteht aus mehreren Segmenten, die aus je zwei Halsleinen und zwei Zugleinen bestehen. Somit haben in jedem Segment maximal zwei Hunde Platz. Je nach Anzahl der Hunde kann das Hauptseil verlängert werden. Am Schlitten befinden sich zudem das Nachlaufseil, das Starterseil sowie ein Schneeanker. Diese Bestandteile benötigen wir, um den Schlitten für den Start oder während der Fahrt zu sichern. Bevor wir unsere Hunde für die Tour vorbereiten, müssen wir zuallererst unseren Schlitten startklar machen. Dafür schieben wir ihn an die vorgesehene Startposition und richten ihn in Fahrtrichtung aus. Mit dem Starterseil wird der Schlitten nun an einem Pfosten oder Baum befestigt. Dafür legen wir die Schlinge des Seils um den Pfosten und sichern sie mit dem Starter. Zusätzlich dazu benutzen wir das Nachlaufseil und befestigen es als zweite Sicherung ebenfalls am Pfosten. Als nächstes legen wir das Hauptseil aus und ordnen den Zug und die Halsleine richtig an. Nun ist unser Schlitten startklar, um die Hunde einzuspannen. Um die Hunde am Hauptseil anzuleihen, müssen wir ihnen zuvor das Geschirr anlegen. Je nach Größe des Hundes werden dabei verschiedene große Geschirre benötigt, welche farblich gekennzeichnet sind. Zum Anscheren klemmen wir das Becken des Hundes zwischen unseren Beinen ein. So haben wir beide Hände frei, um das Geschirr anlegen zu können. Dafür suchen wir als erstes den Steg, welcher später auf der Brust des Hundes liegt, und knicken ihn in der Mitte. Dadurch entstehen zwei Dreiecke, die aufeinander liegen. Der geschlossene Teil bildet dabei die Kopföffnung und muss beim Anziehen nach oben schauen. Der geknickte Steg in Richtung Schnauze. Nun können wir das Geschirr über den Kopf des Hundes ziehen. Nachdem wir uns vergewissert haben, dass das Halsband frei bewegbar ist, nehmen wir die Vorderbeine und streifen die Brustriemen darüber. Zuletzt ziehen wir das Geflecht über den Rücken straff. Das Zugband bildet dabei das Endstück. Nun ist der Hund bereit, um eingespannt zu werden.